In Gedenken an Janessa Johnson, eine Volleyballerin, die nie aufgab. Die Volleyballwelt trauert um eine ihrer inspirierendsten Athletinnen. Janessa Johnson ist am 25. Mai 2024 im Alter von nur 32 Jahren an Darmkrebs verstorben. Die Nachricht von ihrem Tod erreichte die Öffentlichkeit Anfang Juni und löste eine Welle der Trauer und Anteilnahme aus. Janessa Johnson, geboren am 22. September 1991 in Long Beach, Kalifornien, war eine US-amerikanische Volleyballspielerin, die auf der Außenangriffsposition aktiv war. Ihre Karriere führte sie nach Europa, wo sie unter anderem in Deutschland und Polen spielte. Im Jahr 2021 erhielt Johnson die niederschmetternde Diagnose Darmkrebs. Doch die ehrgeizige Sportlerin gab sich nicht geschlagen. Mit unbändigem Kampfgeist und positiver Einstellung stellte sie sich der Herausforderung und dokumentierte ihren Weg durch die Krankheit auf ihren Social-Media-Kanälen. Janessas Instagram-Account wurde zu einem Ort der Inspiration für viele Menschen. Sie teilte ihre Erfahrungen mit der Chemotherapie, ihre Zweifel und Ängste, aber auch ihre Momente der Hoffnung und des Glücks. Sie bewies Stärke und Mut, die ihre Fans berührten und ihnen Kraft gaben. Trotz aller Bemühungen und des unermüdlichen Kampfes gegen den Krebs musste Janessa Johnson am Ende den tragischen Kampf gegen die Krankheit aufgeben. Am 25. Mai 2024 verstarb sie friedlich im Kreise ihrer Familie und Freunde. Janessa Johnson hinterlässt eine tiefe Lücke im Leben all jener, die sie kannten und liebten. Sie war nicht nur eine talentierte Volleyballspielerin, sondern auch ein warmherziger Mensch mit einem ansteckenden Lächeln und einer inspirierenden Lebensweise. Sie wird für immer in Erinnerung bleiben als eine Kämpferin, die niemals aufgab, und als eine Inspiration für alle, die mit Herausforderungen und Schicksalsschlägen im Leben konfrontiert sind. Ruhe in Frieden, Janessa Johnson. Dein Lächeln und deine positive Einstellung werden uns für immer in Erinnerung bleiben. Raute Janessa Johnson, Raute Volleyball, Raute Krebs, Raute Inspiration, Raute Kampfgeist. Zusätzliche Informationen. Janessa Johnson spielte unter anderem für die folgenden Vereine: USC Long Beach, NCAA, VT Hamburg, Deutschland, Köpenicker SC Berlin, Deutschland, ASPTT Mulhouse, Frankreich, Elks Commerce Wroclawek, Polen. Im Jahr 2018 gewann sie mit dem Köpenicker SC Berlin den DVV-Pokal. 2021 wurde bei ihr Darmkrebs diagnostiziert. Sie kämpfte ein Jahr lang gegen die Krankheit und dokumentierte ihren Weg auf Instagram. Am 25. Mai 2024 verstarb sie im Alter von 32 Jahren. Abschließende Gedanken. Janessa Johnsons Tod ist ein Verlust für die Volleyballwelt und für alle Menschen, die sie kannten und liebten. Sie war eine außergewöhnliche Athletin und ein inspirierender Mensch, der uns allen in Erinnerung bleiben wird. Ihr Kampfgeist, ihre positive Einstellung und ihr Wille, niemals aufzugeben, werden uns immer ein Vorbild sein. Lasst uns Janessa Johnsons Andenken ehren, indem wir ihr Leben feiern und ihre Botschaft der Hoffnung und Inspiration weitertragen.